Café Owner Simulator. Das ist ja ein Dingen. Und damit geht's auch schon direkt los hier mit dem Café Owner Simulator. Ich gehe komplett blind rein. Schauen wir uns das Ganze mal an. Das Game kommt jetzt am 5.12. raus. Und ja, wir gehen natürlich erstmal in die Settings rein und machen alles, was wir machen können. Gucken wir mal, was wir machen können. Kriegen wir das umgestellt. Tatsächlich, ich bin ja begeistert. Das lassen wir so. Lautstärke insgesamt mal ein wenig runter. Und Musik nochmal drastisch runter. Und dann gehen wir da rein. Neues Game. Ah. Ja, ich bin gespannt, was passiert. Café Owner. Schauen wir mal, wie es da abgeht. Und vor allem, was wir machen müssen. Wir gehen einfach locker rein hier ins Tutorial. Nehmen das Game Stück für Stück unter die Lupe, was denn da so abgehen kann. Ach, hier unten ist sogar Story. Mein Vater war sein ganzes Leben lang im Restaurantgeschäft. Jeden Tag nach der Schule. Ja, wie das halt so ist, ne? Da sind dann die Lütten mit im Geschäft. Streng, aber fair. Ja, geil, Alter. Das sieht doch schon gut aus. Auch die Bilder im Hintergrund. Sensationelle Bilder im Hintergrund. Ah. Blablabla, nahegelegene Stadt, Hälfte des Betrags, Eröffnung, blablabla. Geld von der Mafia geliehen, ja, super Idee. Super Idee. Okay. Zweite Einrichtung, aber die war unrentabel. Oha. Alter, wie gut das gemacht ist, ey. Ich bin echt gerade schon begeistert vom Stil, ey. Mega geil. Ursachen konnte er nicht finden, blablabla, bla, bla, war im Krankenhaus, überall nur Rechnung. Alter, Bomber Käfer, ja. Alles klar. Ja, richtig cool gemacht. Ich habe gerade schon Bock, ey. Das sieht doch schon gut aus. Vater verkauft das Geschäft, zahlte seine Schulden, zog sich zurück. Okay, es war mein 26. Geburtstag, wir beschlossen es, am Lieblingsplatz zu feiern. Sprach den Toast aus, jetzt ist sein Traum wahr, bla bla bla, so und okay, gib Gas. Also wir sind jetzt der Sohnemann. Ich habe jetzt gar keinen Sound gerade die ganze Zeit gehabt. Gucken wir mal, wie es jetzt gleich abgeht. Vom Style her, ohne Scheiß, finde ich es jetzt schon sensationell. Geht schon gut los. Macht schon einfach Bock. Montag, ein neuer Tag. Okay, willkommen in Castle Lake. Das Restaurant und ein Motel eröffnen. Okay, wir gucken uns mal so ein bisschen um. Muss ich was machen? Viel Glück. Rechte Maustaste, okay. Also, Das sieht aber doch schon gut aus. Ich komme mir so klein vor. Also, da hinten müssen wir hin. Ich renne einfach mal hin, ohne jetzt hier... Oh, nee, ne? Geht das schon direkt los? So mit Aufräumen und so? Blätter oder Moos entfernen. Drücken Sie F. Und nehmen Sie die Hake. Also, es ist so ein Ding. Ich habe es mir vorher überhaupt nicht angeguckt. Es ist wohl... Wegtun. Hintun. Wie lange muss ich denn hier Blätter und Moos entfernen? Geht das überhaupt? Warte mal, vielleicht soll ich noch nicht hier anfangen, sondern erstmal dahin gehen, wo das Game sagt, ich soll hingehen. Das ist das Restaurant. Das müssen wir wahrscheinlich in Schuss bringen. In Ordnung bringen. Also gehen wir hier erstmal hin. Sieht schon ein bisschen ranzig aus. Und es lotst uns auch direkt hier hin. Was ist das denn für ein Bunker? Alter, was ist das denn? Nicht dein Ernst. Jetzt muss ich auch noch einen Stromkasten. Das ist Aufgabe erledigt. Oh, okay. Okay, wir haben hier offensichtlich Strom. Sieht sehr vertrauenswürdig erweckend aus. Dose mit Pfand. Okay. Was auch immer da drunter ist. Also wir haben da gerade ein bisschen was bekommen. Hier ist noch eine Dose mit Pfand. Das heißt, wir kriegen da Bonus für. Das heißt, ich halte einfach mal schön die Augen offen. Vielleicht finde ich noch ein paar Pfanddosen. So. Das geht auch schon gut los. Da oben ist schon eine Dose mit Pfand. Da rennen wir erstmal oben drauf. Da will ich hin. Muss ich jetzt hier einen Jump and Run machen? Komme ich da irgendwie rauf? Kann ich werfen? Ich komme hier gar nicht rauf. Da oben ist eine Dose. Wie komme ich denn da dran? Warte mal, kann ich die so grabben? Ne. Na, das ist ja ein Ding, ey. Ist das hier so ein Parcours? Komme ich irgendwo drauf? Ne. Im Moment noch nicht. Okay, werde ich aber irgendwie kriegen. Die halten wir nur schon mal im Blick. Katze! Mau! Und noch eine! Ja, sag mal, was macht ihr denn hier? Alter, das ist ja der Hammer. So, machen wir mal ein bisschen Platz hier. Schönen guten Morgen. Inventar, Werkzeuge finden sich eben. Und da rennt eine Ratte rum. Ja, lass sie rein, ey. Komm, Ratten, komm rein. Komm, put. Oh, jetzt kann ich erstmal alles wegschmeißen. Ich krieg XP dafür, das ist gut. Jetzt geht es los. Jetzt sind wir hier in dem Kabuff. Kann ich die reinholen? Komm, hier sind Ratten, Alter. Komm rein, ey. Und ich kann erstmal alles aufheben. Okay. Dann würde ich sagen, legen wir mal ein bisschen los. Alles hier wegklicken. Klack, 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 klack. Level erhöht. Oh, durch die XP-Se. Herzlichen Glückwunsch. Level 1. Ja, dankeschön. Wir machen weiter. Oh ne, ist mein Inventar voll? Tatsächlich. Ich muss bestimmt wegbringen jetzt zum Mülleimer. Das geht auch nicht mehr.
Was stand da? Tab. Amazon, Menü. Alter, das ist ja, da ist ja noch richtig viel. Hier kommt ja noch ganz, ganz viel. Mails. Lebensmittel. Müll entsorgen. Kostet mich ein Fuffi, wenn das Ding dann voll ist. Aber es ist doch noch nicht voll, ne? Beseitigen Sie jeglichen Müll. Der Mülleimer ist, ist voll. Bestell die Müllabfuhr. Doch, tatsächlich. Das kostet mich ein Fuffi. Müll entsorgen. Bestellen. Müllabfuhr ist bestellt. Okay. Ah, jetzt kommen sie schon an. Ach, krass. Ja, lull, Alter. Die fahren ja einfach durch den Wald. Bestens. Ist jetzt noch keiner drin? Egal. Ich warte mal, gleich springt der bestimmt irgendwie einfach so zur Seite und fährt weg. Und? Ja, okay. Okay, weiter geht's. Oh, das ist aber tricky, ey. Das ist aber tricky. Erstmal hier außen alles wegmachen. Hallo, Katze. Das geht nicht. So, damit das hier außen schon mal einen vernünftigen Eindruck hinterlässt. Habe ich Post. Also vom Stil her gar nicht schlecht. Vom Stil her gar nicht so verkehrt. Kann man machen. Muss gleich mal gucken, wie das mit dem Kompost ist. Mit den Blättern. Das sollte ja jetzt auch funktionieren. So. Ja, ist so, ey. Okay, dann haben wir das hier alles. Jetzt gucken wir mal. Ne, das war mit F. Jetzt geht das auch weg. Ah, siehste. Jetzt geht das auch hier in Windeseile. Ich hoffe nicht, dass das so schnell wieder nachkommt. Das war ja zum Beispiel bei diesem Tankstellensimulator so, dass du da also alle zwei, drei Tage quasi die Wände wieder neu streichen musstest und sowas alles. Das ist natürlich killefit, wenn du da irgendwie ständig zugange bist, nur weil dann auf einmal wieder die Wände dunkel werden. Aber wenn das erstmal so bleibt, ich meine, der Schwerpunkt ist ja hoffentlich dann doch irgendwann hier aufs Café und dass man dann als Café-Owner auch hier ja, so ein cooles Café machen kann, ne? Alter, wer ist er denn, ey? Ja, moinsen! Was chillst du denn hier so rum? Obdachlos. Ja, wo willst du denn hin? Was denn, Alter? Ich dachte, ich gebe dir mal ein bisschen... Da haut er einfach ab. Da wollte ich ihm mal irgendwie was Gutes tun. Da haut er einfach ab. Wie ist er denn drauf, ey? Da müssen wir mal gucken, ob wir irgendwas für ihn kochen können. Kann man da rauf? Ne. Ja, dann ist das hier soweit erstmal okay. Schön, hallo Katze. Schön alles gehakt. Hier auch noch. Ja, und dann machen wir drin weiter, ne? Langsam wird's dunkel. Und der Müll ist schon wieder voll. So, schnell Müllentsorgung bestellen. Und da kommt es auch schon wieder an. Was haben wir denn hier? Kühlkammer. Ach, leck mich fett. Das muss aber auch übelst restauriert werden, ey. Schnell wieder zumachen. Geht gar nicht, oder? Doch, geht. Ja, geht. So, dann hat man hier oben den Bereich... Ratte, Ratte, Ratte. Und hier sind Ratte. Alter, was machen die ganzen Ratten hier? Ich kann die aber nicht packen. Alter, so viele Ratten. Ich mache erstmal das weg, was ich wegmachen kann. Und dann ist, glaube ich, die Müllabfuhr jetzt gerade schon durch, ne? Weg, 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 weg. Geht mal nach Hause, ihr Ratten. So, rechte Maustaste und weg. Ah, jetzt geht's wieder. Okay, dann sind wir jetzt hier gleich durch. Und ich bin gespannt, wie es dann weitergeht. Kleinkram, keine weitere Dose bisher gefunden. Außenbeleuchtung. Lichtautomatik. Zu aktivieren gehen Sie aufs Tablet. Meine Restauration. Okay, alles klar. Das machen wir gleich. Halber Baum hier drin. Tür ist verschlossen. Okay. Hier auch. So, ich glaube, wir haben jetzt hier alles. Die Ratten können auch gleich mal raus. Benachrichtigung. Mülleimer muss mindestens 50% voll sein. Okay, das ist wahrscheinlich ein großer Gegenstand. Jetzt gucken wir mal eben. Oh, hier sind noch Blätter. Gucken wir mal eben auf dem Tablet. Hier auch. So, und ich glaube, jetzt haben wir es. Jetzt machen wir mal eben Licht an. Tablet, ist das mein Tablet? Mein Restaurant. Und jetzt geht es ab hier. Jetzt geht es ab. Gebietsverbesserung. Hier, das Licht automatisch einschalten. Glühbirnenzeit. 16 Stunden. Lampen ausnutzen. Was? Das ist hier direkt über mir. Ey. Lampen ausschalten. Mach das Licht an. Okay. Okay, das ist krass. Aber okay. Voll okay soweit. Aufgabe erledigt. Ah, das war das letzte Teil. Sehr schön. So, kaufe im Netz ein Tool, im Tools Store und fange alle Ratten. Das machen wir. Im Tools Store. Da. Netz für Ratten. 120. Ja. Und einen Mob kaufe ich auch direkt, oder? Mob für Dreck. Jawohl, gekauft. So, dann haben wir das bestimmt hier unter F, genau. Und dann... Ratten, 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 Ratten. 1, 2, 3. Alter, was geht denn ab?
Was geht denn ab? So, das haben wir erledigt. Weg damit. Stellen Sie alles wieder her, was in dem Gebäude kaputt ist. Fenster, Dach, Gründungsblöcke, Fußboden, maybe. Und Teile des Gebäudes zu reparieren. Linke Maustaste, Gebäude, guten Zustand. Wart. Guck mal hier. Oh. Okay. Ah. Ja, Mann. Ah, okay. Einfach halten und es wird auch automatisch, ich muss jetzt nicht extra was kaufen. Das ist doch nett. Das sieht auch ganz vernünftig aus dann. Das finde ich fair und gut. Einfach schnell gelöst, ohne dass man da jetzt viel Schnickschnack machen muss. Das ist alles soweit repariert und soweit in Ordnung. Wie sieht das jetzt aus mit Wänden? Kann ich Wände irgendwie bearbeiten? Kann ich hier rein? Auch noch nicht. Tablet mein Restaurant und öffnen Sie einen neuen Raum. Ah. Hallo Katze. Ja, Mann. Okay, das ist der offizielle Mülleimer hier. Was haben wir denn hier für einen Fußboden? Wie kann ich denn jetzt den Fußboden verändern? Gucken wir mal mit dem Wischmob. Muss ich hier wischen? Ich glaube nicht. Kann ich hier im Kühlhaus wischen? Das sah ja wirklich mies aus. Auch nicht wirklich. Nein, aber es scheint immer noch kühl zu sein hier im Kühlhaus. Das heißt, wir machen schnell wieder dicht. Reparieren. Dach. Wie komme ich denn aufs Dach? Das sieht doch eigentlich gut aus hier, zumindest von innen. Jetzt müssen wir mal schnell draußen schauen. Vielleicht muss ich Dach... Ach, guck mal, da oben ist eine richtige Wohnung. Ach, vielleicht kann ich später das ausbauen und so weiter. Oder muss ich das jetzt schon machen? Gehen wir nochmal ins Tablet. Mein Restaurant. Außenwandstrich. Wir lassen das... Komm, wir machen das mal in Knallrot. So, ja, machen wir Knallrot. Zack. Was brauchen wir noch? Restaurant erweitern. Kostet 5000. Wir haben nur noch 7. Auf gar keinen Fall. Zeig mir mehr. Bald das nächste Level, okay. Hier können wir Sachen kaufen für die Küche. Offensichtlich alles das, was wichtig ist fürs Restaurant. Und ich habe jetzt schon ordentlich Kohle ausgegeben, ne? Mein Restaurant. Schalten wir das Licht wieder aus. Kostet bestimmt alles Geld. Lebensmittelgeschäft. Rechnungen. Betrug. Ach du Schande. Verwaltung. Management, okay. Ach, das ist ja krass, ey. Das scheint ja doch richtig komplex zu sein, ey. Angestellte finden. Aber das machen wir alles noch nicht. Werkzeuge. Brauche ich noch irgendwas? Hier haben wir einen Schabentilger und einen Bohrer. Das haben wir aber sonst alles. Müllentsorgung läuft. Restaurant und E-Mails und so weiter. Ah, hier, warte mal. Tapete? Das ist doch bestimmt für Bilder, oder? Das ist doch nicht mal eine Tapete. Okay, kann ich nicht weitermachen hier. Ja, keine Ahnung. So sieht es jetzt von außen aus. Bisschen schick gemacht. Oh, warte, hier. Ah, guck mal, Level 2. Das kostet mich aber alles Geld. Das kostet mich ja alles ein Vermögen. Und wie, jetzt mache ich hier gerade so Schnickschnack-Sachen. Und ich sage dir, wie es ist. Ich habe das Gefühl, dass ich gleich am Ende keine Kohle mehr habe für das Essentielle, um Geld einzubringen. Also, dass wieder Kohle reinkommt. Dass man das hier zwar, dass man das Restaurant vielleicht sogar schon aufmachen könnte. In einem etwas schäbigen Zustand, ne? Hauptsache, da kommen schon mal irgendwie ein paar Kohlen wieder rein. Keine Ahnung, wenn ich hier erstmal eine Bratwurst verkaufe oder was. Und, tja, das hier alles. Ich meine, da gehen ja Tausende von Dollaris gerade drauf. Nur damit das hier schickimicki ist wieder. Schickimicki verkauft nicht. Also nicht direkt. So, das ist erledigt. Komme ich nicht aufs Dach? Nee. Doch. Ah. Ich musste tatsächlich hier aufs Dach. Essentiell. Krass, Dachpappe schnell drauf, neue Bleche drauf. Ja, nice. Oh, wait, da muss ich auch hin. Die nächste Dose. Nee, wait. Escape. Der Hammer wieder raus, zack. Zack, zarab. Und jetzt muss ich aber hier rein. Kann ich hier rüberspringen? Wie komme ich denn da rein? Rechtsklick. Kann ich auch noch nicht. Also das sind höchstwahrscheinlich einfach wirklich Erweiterungen. Restauranterweiterung. Wandverkleidung oder Tapeten. Ich spring mal runter. Jetzt gucken wir mal. Wandverkleidung oder Tapeten. Öffnen Sie Tab Amazon. Wählen Sie eine Tapete. Okay. Eine Tapete. Lampen, Bilder und so weiter. Wände. Ah. Wir hatten ja vor kurzem schon ein Restaurant-Game gezockt. Das war dann aber eher so aus der Third-Person von oben Ansicht. Was auch sehr, sehr, sehr gut war. Kann man nicht anders sagen. Sensationell. Cool gemacht.
cool gemacht, ja. Wände, Tapeten. Sollen wir mal dieses Gediegene machen? Ich gucke auf die, einfach gerade nur auch auf den Preis. Oh, das hier ist mit Levelbegrenzung, okay. Sollen wir dieses komische Grün mal hier machen? Ich lasse diesen mittleren Block in einer anderen Farbe. Das hier. Machen wir eine andere Farbe und außenrum kommt diese Farbe. Das testen wir jetzt einfach mal. Mal gucken. Man sieht halt nichts, ne? Ich meine, wir können einfach mal Licht anmachen. Restaurant, schalte das Licht ein. Achso, hier. So. Danke. Okay. Und dann gehen wir hier nochmal rein. Was denn? Hier. Hey, Direktor. Ich hatte mein Restaurant und meine Angestellten versorgten die Penner aus der Nachbarschaft. Oh, dann verlor ich alles. Ei. Ich möchte meinen Freunden einladen, bla 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 bla. Wollen wir Wodka leckere Vorspeisen kaufen? Okay, nimm 80. Ja, der gönnt dir. Guck mal, die ist sogar grün, ey. Ja, hier drauf ist er. Bestes Leben, ey. Ja, passt schon. So, warte mal, wir müssen hier nochmal an die Tapeten dran halten. So, Tapete. Ohne Scheiß, ne? Ich hab das Gefühl, es kommt mir jetzt gerade so, dass ich tatsächlich alles... Was ist denn hier mit Weiß? Ich glaube, ich mache das... Ist hier schon wieder eine Ratte. Ich mache das außenrum und ich mache den Block in der Mitte. Man muss erst mal gucken, wie das wirkt. Und ich mache den Block in der Mitte. Kann ich das überpinseln? Ja, ne? Ja, das machen wir gediegen außenrum. Ist nicht ganz so aufdringlich. Okay, läuft. Kostet einfach genauso viel wie eine ganze Bahn, alles klar. Schön offen und hell. Wie sieht das hier aus? Sehr gut, ja. Ja, so, jetzt sieht das auch so langsam aus hier, wie vernünftig. Einfach hier die Zwischenräume auch noch alles voll machen. So, und der innere Bereich jetzt, ja, deutlich besser. Der innere Bereich jetzt kommt in, vielleicht sogar auch in diesem Rot, aber dann in neu. Ich würde gerne die Katzen reinlassen, dann haben die ein bisschen was zu tun hier mit den Ratten. Wäre doch mal was, oder? Zack. Genau, so. Tapete. Entweder das Blümchen, habe ich schon gedacht. Das wäre auch wild. Aber es ist schon sehr experimentell. Oder wie gesagt, einfach hier dann das Rot. Ich glaube, das lassen wir auch so. Ja. Ich meine, das Haus ist von außen rot. Da musste einfach so ein Wiedererkennungswert irgendwie in der Mitte sein. Schön ordentlich. Oh, da wird hier so Bomber lang fliegen, ey. Was geht denn ab? Ist das die Kohle, die ich habe? Ist diese Kohle komplett nur für die Renovierung? Kann das sein, ey? So, installieren Sie 6 Rauchmelder gleichmäßig im Raum. Das ist aber cool. Gerne, das machen wir natürlich. Verkauf, Küche, Farbe und so weiter. Außen, wo haben wir denn sowas? Irgendwas mit Elektronik, Lampen, eine Spiele? Really? Was wird das hier für eine Spielunke? Spezial haben wir nicht. Verkauf, Küche. Wo könnte denn dann Rauchmelder sein? Toilette, Wände, Decke. Decke und Co. Das ist aber nur Belege. Teppichböden. Okay. Farben, wofür auch immer. Außen anderes. Ah, hier. Rauchmelder. Sehr schön. Dann machen wir einfach 2 Stück hier. Wie viel soll ich verteilen? 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder einen im Kühlhaus. Das ist ja ein Ding. 1, 2. Direkt an der Tür. Ist doch überflüssig, oder? 3, 4, 5, 6. Na, das wird schon reichen. Okay, erledigt. Dann kommen wir nun zum Menü. Ne. Jetzt muss ich das Menü machen? Naja, ich mach das. Was muss ich jetzt? Menü, Tab. Menü. Pizza Pepperoni. Ah, und hier steht auch dabei, was ich dann dafür benötige. Welche Gegenstände? Das ist natürlich gut. Sushi. Braucht weniger, braucht kein Herd. Lasagne. Soupe. Kartoffelbrei oder was? Ah. Truthahn. Pasta Carbonara. Und dann geht das weiter mit wachsendem Level. Ja, ist so einiges, ne? Ist so einiges. Popcorn? Seriously? Mal gucken, was da noch alles dann dazu kommt. Ich soll 5 Einträge machen. Ich meine, man kann natürlich erstmal einen kompletten Pizzaladen machen, ne? Andererseits wäre so eine Lasagne auch nicht schlecht. Pasta Carbonara.
Eins, zwei. Machen wir Pasta Carbonara, Lasagne und dann machen wir hier noch zweimal Pizza. Dreimal. Und fertig. Also, fangen wir an. Kann ich das so rüberziehen? Ja. Das haben wir. Und dann nehmen wir Ette, Pepperoni. Und als nächstes. Oh, kostet 10er. Oh, das ist gut. Wir müssen was Teures mitnehmen. Ja. Wir haben was Teures. Ja, das ist gut. Verschiedenste Preislagen. Genau. 5, 5, 5, 7, 10. Perfekt. Sehr gut. Aber wir haben auch gleichzeitig, wenn man sich das anschaut, wir haben natürlich auch viele unterschiedliche Artikel, die wir einkaufen müssen. Ist natürlich auch wieder ein Nachteil. 4 Käse. Das ist natürlich ein Nachteil, ne? Da müssen wir jetzt hier schon wieder mächtig Sachen einkaufen. Gucken wir mal, ob das so geht. Jetzt bestellen wir das Essen zum Kochen. Öffne das Lebensmittelgeschäft. Okay. Ich hoffe, es ist jetzt alles markiert. Ja, das sieht so aus. Was ich benötige im Rezept. Ja, tatsächlich. Okay. Wenn Sie versehentlich eine Kiste mit Lebensmitteln gekauft haben oder diese nicht mehr benötigen, können Sie einen großen Mülleimer... Ja, ist klar. Dann wird daraus was gekocht, Alter. Und dann wird das verkauft. In dem Mülleimer. Was geht denn ab? Was haben wir denn hier? Das sind einfach Dr. Popper, Spritzi, Pepis. Alter. Blue Cow. Das sind einfach irgendwelche Getränke. Ich glaube, ich brauche Getränke, ne? Ich brauche Getränke. 35, 25, 15, was auch immer das ist. Ich nehme mal das. Das und ein Blue Cow. Mal gucken. Vielleicht lügt das ja. So, dann haben wir die wichtigsten Sachen und jetzt geht das los hier. Was haben wir hier für ein Zeichen? Kühlhaus. Oh, wait. Ich mach schon wieder zu. Nein. Nein, ich muss das einzeln reinschleppen. Okay. So, jetzt habe ich so langsam alles hier reingeholt. Einfach schnell hin und her gerannt. Tür offen gelassen. Zack, einfach immer aufs Regal geklickt und dann ist es schon drin. Zack, die Zwiebeln kommen auch noch mit. So, Rindor. Jawolski, erledigt. Einige Geräte benötigen eine Steckdose, um angeschlossen zu werden. Kauf uns, installieren Sie Steckdosen. Oha, jetzt machen wir erstmal zu. Die Dinger können hier nicht rein. Die müssen wahrscheinlich in extra Automaten, Getränkeautomaten oder sowas. Das sind die, Getränkedosen, was auch immer. Und wir müssen jetzt hier eine Registrierkasse, einen Küchentisch, Backofen. Wait a minute. Wurde halt gerade gesagt, wo kommt denn eigentlich meine Küche hin? Hier? Ich würde ja hier eine Küche machen. Und hier kommt überall, oder kommt hier, kommt wahrscheinlich meine Küche hin, ne? Warte mal ab. Das hier wird meine Küche und hier ist der Restaurantbereich. Ach, lecko funny. Naja, das wird ja was, ey. Backofen, Kühlschrank, Steckdose angeschlossen werden, schließen Sie sie an. Tablet unter Other. Da, Steckdosen. Jo, ich brauche wahrscheinlich hier irgendwo eine Steckdose. Eins. Ich weiß gar nicht, wie viel. Zwei. Drei. Wie viel muss ich machen? Vier. Fünf. Reicht das? Platzieren Sie eine Registrierkasse. Das machen wir nochmal hier hin. So, dann kommen die Sachen mal eben einfach mal hier in die Ecke. Ich meine, wir können ja immer noch eine Steckdose machen, wenn wir sie brauchen. Und dann legen wir mal los. Eine Registrierkasse, ein Küchentisch, Backofen und so weiter. Wir brauchen Verkauf. Kostet 500. Oh, das wird aber knapp mit den Kohlen. Das ist das hier, ne? Hat keinen Strom. Hat keinen Strom. Warum hat es jetzt keinen... Oh, wait. Muss ich es drehen? Kann ich es drehen? Wie drehe ich es? R, Rotate. Da, Q und E. Ah, nahtlos. Ich kann es also auch schräg stellen. Hier ist es grün. Wir machen das mal anschließend hierhin. Rabams. So. Warum hat es jetzt keinen Strom? Power? Ah, nicht wirklich. Lol. Nicht schlecht. Also, nicht schlecht. Was man hier einstellen kann. Verkaufen, bewegen, Mitarbeiterplan. Oh nein, ich dachte, ich muss mich hier hinstellen und verkaufen. Nein, ich will es natürlich nicht verkaufen. Oh, was er wieder macht, was macht der denn, der Bengel? Nein, ich will es natürlich selber nicht verkaufen. Hier, Power, Randerstöpseln, komm. Okay, so, dann haben wir das. Was brauchen wir noch? Registrierkasse, Küchentisch, Backofen, Kühlschrank. Kühlschrank? Okay, wir brauchen wahrscheinlich einen Kühlschrank. Wir brauchen Küche. Wo ist er, der Kühlschrank? Da.
Kühlschrank. Wir rotaten mal eine Runde. Ja, so ist gut. Und dann rotaten wir ihn direkt hier hinten an die Tür. Zack. Und schließen ihn powermäßig hier an. Das ist eine witzige Idee, dass das direkt so gemacht werden muss. Why not? Kriegen wir das auf und zu? Kriegen wir. Also, hier ist kühl, die Kühlgeschichte. Bewegen. Ja, komm, ich bewege dich mal so ein bisschen. Bisschen rüber. Okay, damit passt das. Dann brauchen wir einen Backofen. Küchentisch, Backofen, Kühlschrank, Registrierkasse haben wir. Ich hätte den gerne hier in der Mitte. Ich weiß nicht, ob das geht. Schauen wir mal. Nach Küchentisch wäre natürlich auch nicht so schlecht. Und Backofen dahinter, ne? Jetzt muss ich das wegklicken. Küchentisch. Bitte auch drehen. Und zwar so mäßig hier. So. Vielleicht setzen wir noch ein bisschen weiter rüber. Ja, so. Zack. Braucht keinen Strom, das ist gut. Das könnte aber noch ein bisschen weiter rüber. Ein bisschen bewegen. Oh ne, da ist der Kühlschrank so sehr im Weg. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, dann machen wir das so. Und dann brauchen wir hier noch einen Herd. Da ist er. Und den stellen wir jetzt gerade einfach nur, damit es schnell geht, direkt hier neben oder hier in diese Lücke. Dann ist der Weg vielleicht auch nicht so weit. So. Kriegen wir das hin, dass es so ungefähr parallel ist zur Wand. Zack. Power hier an die Steckdose. Hä? Power. Ah, Aufgabe erledigt. Gut. So, wir können kochen, theoretisch. Zwei Leute. Setze eine Küchenhaube über den Herd. Waschbecken sowie zwei Tische, an denen Besucher essen können. Krass. Also man wird ja wirklich Stück für Stück rangeholt. Ich finde das eigentlich ganz gut, dass das so Stück für Stück ist. Nicht übertrieben. Abzugshaube über den Herd. Egal wohin, okay. Naja, machen wir mal so irgendwie. Und wir machen das so ein bisschen links rüber. Vielleicht kann daneben noch einer. Perfekt. Und das Teil braucht natürlich Power. Und dementsprechend müssen wir mal eben zur Powerzone. Und hier eins Power ranholen. So, Power. Bzz, perfekt. So, dann könnte hier nämlich theoretisch noch ein zweiter Herd irgendwann daneben. Sehr gut. Und wir benötigen... Die Küchenhaube haben wir über dem Herd. Waschbecken sowie zwei Tische. Genau. Schließen Sie Gerät an Steckdosen an. Machen wir. Waschbecken. Geil. Küche. Zack. Alles Waschbecken. Das machen wir mal vor Spaß jetzt hier vielleicht auf die Seite. Hier hinten. Oder? Machen wir das mal hier so dran. In die Ecke. Hier ist so die Spülecke. So. So geht das noch. Kann ich das noch weiter... Ah, jetzt. Spiel gespeichert. Ich mach das einfach mal hier so hin. Wer weiß, werde ich wahrscheinlich irgendwann verschieben können. Haben wir. Was brauchen wir noch? Zwei Tische für Besucher. Achso, was ist mit dem Kühlschrank? Kann ich das hier in den Kühlschrank tun? Nö. Offenbar. Offensichtlich. Oh ne, jetzt backt das hier fest. Ah doch. Offensichtlich nicht dafür gedacht. Vielleicht. Ah, warte mal, kommt das hier hin? Auch nicht. Blinkt nicht auf. Okay. Dann machen wir als nächstes. Waschbecken haben wir die Tische. Wir brauchen Tische. Möbel. Ja, guck mal, das ist hier sogar schon als Set hervorragend. Als Komplett-Set. Können wir auch drehen? Können wir. Dann machen wir das nämlich zweimal. Einmal so und einmal so. Zack. Und wir kriegen noch ein drittes Mal hin. Und der Fensterplatz. Schön. Cool. Ich habe alles, ne? Mieten Sie einen Mitarbeiter auf dem Küchentisch und installieren Sie zwei Lampen. Mieten Sie einen Mitarbeiter auf dem Küchentisch. Okay. Ich miete den Mitarbeiter. Geben Sie Tablet, Verwaltung, Angestellte ein. Dann mit der Waffe auf dem Arbeitsplatz und drücken linke... Was? geben Sie auf dem Tablet Verwaltung, Angestellte einstellen. Dann zielen Sie mit der Waffe auf den Arbeitsplatz und drücken linke Maus. Okay. Wir gucken mal. Mein Restaurant, blablabla, bla bla, Tapete, Statistik, Verwaltung. Bezahlen Sie Headhunter. Kostet 30. Arbeitnehmer. Finde einen neuen Angestellten. Ah, guck mal. Arbeitsgeschwindigkeit sehr schnell, Kommunikation sehr gut, Motivation hervorragend. Tipptopp. Angestellt. Warum soll ich den anstellen? Der ist doch kacke. Kostet 30. Gesamter Arbeitslohn 80. Ein Mitarbeiter, okay. So, und jetzt können wir den hier einstellen oder was? Nee, verkaufen doch einen Mitarbeiter. Amelia, Aufgabe. Sehr schön. Na, das ist doch top hier, ey. Das ist doch top. Könnte ich aber auch für hier gebrauchen, ne?
Mieten Sie einen Mitarbeiter auf dem Küchentisch und installieren Sie zwei Lampen. Lampen. Ich weiß jetzt nicht, welche Art von Lampen. Ich werde eine Lampe. Also ich werde mehrere Lampen machen, oder? Kannst ja nicht ausdenken. Wie sieht denn das aus sonst hier? Wir machen hier eine Lampe über den Tisch. Wait, wo ist die? Ungefähr da, an dem zweiten Punkt. Zap, zap. Erster, zweiter Punkt. Passt das? Sensationell. So, und dann machen wir hier. Auch hier bei den Punkten. Alter, wie das hier, wie sich das anhört, ey. Zwei Lampen installiert. Aufgabe erledigt. Ich mache aber nochmal eine Lampe, oder? Ich meine, das sieht ja hier aus, Hier. Wir machen hier nochmal eine Lampe hin. So für den Eingangsbereich. Edel vom Allerfeinsten. Nicht dein Ernst, ne? Pfützen. Ich muss Pfützen beseitigen? Seriously? Ich muss Pfützen beseitigen, wenn es regnet? Alter, wenn es regnet, wird die Erde halt nass. Sag mal, geht's noch? Ich konnte nicht in das Restaurant, da waren Pfützen. Jetzt geht's aber los hier, oder was? Miau. Sag ich doch. So, platzieren Sie Ratte. Miau. Platzieren Sie zwei Biotoiletten draußen. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Lull. Ja, das ist geil. Hier vor den Schaufenstern, wo das dann auch alle noch sehen können. Das ist geil. Hier sitzen die Leute und dann können die auch hier direkt zugucken, wie Herbert oder Marianne mal eben schnell durch den Regen auf den Lokus müssen. Ein, zwei. Ja. Okay, abgefahren. Abgefahren. Das ist soweit erledigt. Restaurant sieht richtig gut aus. Was brauchen wir noch? Eröffnen Sie das Geschäft und bedienen Sie 5 Kunden. Alter, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß auch nicht, was das hier soll. Am liebsten hätte ich hier... Ich brauche noch einen Mitarbeiter. Ich will einfach nur zugucken. Verwaltung, Headhunter bezahlen. Zurück. Verwaltung. Kann ich den nicht, kann ich das nicht ablehnen? Ich hätte gerne einen weiteren. Zahlende Prämie. Absteigen. Motivation. Abby. Ha. Oh, nicht motiviert, aber top. Kommunikation und alles, aber unmotiviert. Egal, eingestellt. Geil. Jack. Scheiße, wie geht denn das, ey? Jetzt habe ich ihn eingestellt. Mitarbeiter steht hier dran und hier nicht. Ja, ich bin gespannt. So, jetzt müssen wir irgendwie, eröffnen Sie das Geschäft und bedienen Sie 5 Kunden. Wie eröffnen wir das Geschäft? Close, hier. Open. Sie haben ein Lokal eröffnet, alles klar. Neue Mitarbeiter einzustellen, müssen Sie Einrichtung schließen und alle aktuellen Aufträge erfüllen. Dann können Sie alles tun, was Sie brauchen. Kundschaft. Ja, moin. Fußabdrücke. Ja, schlimm. Schönen guten Tag. Wie kann ich Ihnen jetzt bedienen? Zeige fertige Bestellung. Was will er? Er will eine Pizza Pepperoni. Neue Bestellung. Sie können viele Bestellungen zur selben Zeit aufnehmen. Okay. Haben wir, alles klar. Also, es geht um eine Pizza. Und zwar eine Pizza Pepperoni. Zeige fertige Bestellung. Geschirr fertig. Mahlzeit, Harry. Naja, macht ja nichts. Da hinbringen. Alter! Nee, der hat's gekriegt und er isst. Nein, jetzt geht's aber schnell. Pizza Country. Pizza. Was passiert hier? Bist du dumm oder was? Da schmeißt man die Scheiben ein. Macht das der Obdachlose? Wer macht denn das? Sag mal! Was wird denn? Was zur Hölle wird das denn? Okay, das ist ja maximal dumm. Das ist ja maximal dumm. Sieht doch immer gleich aus. Das ist ja maximal dumm. Sie haben unbezahlte Rechnung. Okay. Warum platzen mir denn auf einmal die Scheiben? Und dann auch noch mehrfach. Was ist denn hier los? Hä? Oh, Alter, der hat Bock.
Bauarbeiter, Alter. Moinsen! Carbonara-Pizza kommt sofort, Alter. Sehr gerne. Ja, jetzt habe ich hier noch einen weiteren Mitarbeiter und ich frage mich, wie ich den hier hinstellen kann. Offensichtlich gar nicht. Ich brauche vielleicht noch einen zweiten Tisch. Das bedeutet, ich könnte hier einen zweiten Koch hinstellen. Dafür muss ich aber erstmal den Laden wieder schließen. Und dann würde der zweite Koch hier in der Zwischenzeit die Pizza kochen. Bing. Ja, ich sag mal, dieser Ablauf ist natürlich jetzt wenig befriedigend. Das läuft jetzt. Aber wahrscheinlich ist auch am Anfang erstmal ein bisschen eigenartig. Aber vielleicht, naja, vielleicht wird es dann irgendwann besser. Eine Person ist abgehauen. Was macht er da hinten? Okay. Okay, macht ja nichts. Oh, ich glaube, die Pizza ist fertig. Ich muss mich beeilen, ey. Ich glaube, die ist schon abgehauen, die eine. Nee, da ist sie noch. Go, 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 go. Ihre Pizza, bitte. Kostet, bringt 7 Ocken eine. Alles im grünen Bereich. Bitteschön. Geil, Alter. Geilomat, ey. Weiße Fußabdrücke, die machen wir natürlich weg. Hallo, Vorsicht, bitte. So, und weiter geht's. Eine Lasagne, Alter. Sehr schön. Nudels. Was? Oder was läuft das denn? Nachtisch, Sushi, Suppen, Pizza, Salate? Fast Food? Lasagne? Lasagne, Nummer 9. Nudeln. Pasta Carbonara? Pasta Bolognese, habe ich doch gar nicht drin. Nachtisch. Sonstiges. Lasagne, lull. Sehr schön. Ja, kommt sofort. Und Pasta Carbonara. Ja, siehst du, jetzt fehlt mir hier ein Mitarbeiter, der direkt den nächsten Auftrag annehmen kann. Wir haben aber ja zum Glück schon jemanden eingestellt. Das bedeutet, wir werden das gleich, nachdem das erledigt ist, direkt machen. Ich werde das testen, ob das mit... Ach nee, da stand irgendwas mit einem zweiten Tisch, ne? Also ein zweiter Arbeitstisch hier. Sie können das Geschäft... Okay. Oh, jetzt stehen sie ja schon an der Schlange. Naja, das muss halt ein bisschen besser laufen hier. Ihre Lasagne, der Herr. Aufgabe erledigt. Ich könnte zumachen. Pizza Carbonara. Sehr schön. Läuft. Und zwei Leute hauen aber ab. Das ist halt schlecht, ne? Da steht ein Elch in meinem Garten. Ich mache eine Pizza Elch, Alter. Ja, moinsen. Alter, wo sind wir denn hier, ey? Da kommen die nächsten Kunden. Krass. Guck, mach mal hin hier, ey. Wenn Sie eine gute Beziehung zu Obdachlosen vor Ort pflegen, können diese ihrem Geschäft schaden. Wenn Sie keine gute Beziehung, okay. Fensterscheiben einschlagen und so weiter. Ja, Alter, ich gebe ihm extra 80 Ocken. Und dann platzen mir auf einmal hier die Scheiben weg, ey. Blödsinn, als ob die Obdachlosen hier direkt in die Scheiben einschlagen, oder was? Pizza Country, Alter. Pizza, gib ihm. Was ist denn mit dir, Alten? Was hast du denn, ey? Was hast du denn, Puppe? Jetzt kommt er an hier, jetzt kommt er an. Jetzt ist er mad. Was soll ich denn jetzt machen, Alter? Soll ich ihn verprügeln, oder was? Jetzt ist er... Alter. Ach komm, das ist doch... Siehst du, aber da haben wir genau wieder diesen Punkt, wie bei diesem Tankstellensimulator. Und hier, jetzt guck dir das an. Mülleimer, bestell die Müllabfuhr. Ach du Scheiße. Müll entsorgen. Pizza. Wer war denn das jetzt? Verdammt. Oh, ich hab zum Glück nur einen. Zack, mal eben wieder neue Scheiben einsetzen. Als ob. So, war die Müllabfuhr schon da? Ne, da hinten ist sie gerade am Malochen, da sieht man es noch. Dann können wir in der Zwischenzeit nochmal schnell hier putzen. So, dann den Müll entsorgen. So, und dann mit den Müllfingern die nächste Bestellung annehmen. Eine Köchin offensichtlich. Schönen guten Tag. Die Pizza Carbonara erscheint aber hier sehr gut anzukommen. Tipptopp, bringt auch einen Zehner ein. Sehr schön. So, und die lassen sogar noch ein bisschen Geld hier auf dem Tisch rumliegen. Bevor es die anderen Kunden nehmen, ne? Nehme ich das lieber. Ja, und theoretisch könnte ich ja zumachen, den Laden, ne? Ach, hier oben links über mir ist der Fortschrittsbalken. Auch wieder die Pizza Carbonara. Oh ne, jetzt kommt erst das Backen. Das war Vorbereitung und dann Backen. Dass ich hier nicht noch einen zweiten reinstellen kann. Alter, da kommt der Blitz runter. Was zur Hölle? Oh, da muss ich mir irgendwann merken, wer was bekommen hat. Was ist hier eigentlich mit den Bechern? Okay. Pizza Carbonara. Ab dafür. Wir müssen gleich mal den Laden zumachen. Das geht ja so nicht weiter. Das geht ja so nicht weiter. Gibt keinen Platz für einen Gast. Hä? Achso. Jo. Das, jo, ist so. Da hat er recht.
Kein Platz. Wir sind komplett ausgebucht. Sorry. Uns geht's einfach zu gut, ey. Verdammter Regen. Sag mal, also jetzt mal ernsthaft, wann hört das auf zu regnen? Das ist doch jetzt hier irgendwie kein Highlight, oder? Dass es hier ständig regnet. So, moinsen. Also ich sag mal, dieser Part ist jetzt wirklich nicht so verdammt sexy, ne? Das muss irgendwie noch eine leichtere Möglichkeit geben. Pasta Carbonara. Sehr gerne. Läuft. Kommt. Und das ist, gut, ist natürlich auch hier Low-Level, ne? Gerade im Einstiegsbereich erst. Aber hier muss dringend ein Mitarbeiter ran. Das geht nicht anders, ey. Ich meine, ich habe jetzt hier 3000 Ocken. Das ist alles noch nicht so wirklich viel. Ich muss gleich mal zumachen, den Laden. Wie kann ich den denn zumachen? Ich bediene ihn jetzt hier am besten nicht. Und gebe gleich das Essen ab und dann mache ich den Laden einfach zu. Ich würde sagen, so machen wir das. Ja. Es gibt 8 Stellen, wo ich putzen könnte. Und die sind bestimmt alle draußen und ringsherum verteilt, ey. Dieses wunderschöne Nudelsgericht. Gönn dir die Köttböller, Alten. Oh, warte mal, kann ich das wieder wegnehmen? Für Anfänger schließe und leere die Niederlassung. Ja. Mach ich. Wie machen wir das denn? Open, close. Ah, cool, die ist dann trotzdem noch auf, das ist natürlich wichtig. Und lässt dann hoffentlich nochmal schön Geld da. Ich frage mich, was der Dude da hinten macht. Der ist ja die ganze Zeit am Rumtanzen vor der Tür. 17 Ocken. Das ist alles nicht viel Geld, was reinkommt. Also wirklich nicht viel. Ich weiß auch nicht genau, ob wir hier nicht irgendwie auf einen besseren Zweig kämen. Warte mal. Küche. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal so einen Arbeitsplatz. Kostet auch nur 100. Kostet nur 100. Den machen wir direkt dahinter. So richtig unpraktisch. So. Und hier kommt der nächste Mitarbeiter ran. Zack, Aufgabe. Alter, wer ist er denn? Polizei oder was? Brandinspektion. 5 von 5. Guten Tag. Mein Name ist Inspektor Lewis und ich werde regelmäßig vorbeikommen, um Ihren Brandschutz zu prüfen, Alden. Denn Sicherheit und so Sachen, Ihrer Besucher, die Sicherheit Ihrer Besucher vor allem, das ist ja hat ja Vorrang. Sie müssen mindestens 3 funktionierende Rauchmelder für jedes Mittel, für jeden mittelgroßen Raum haben. Ah. Ah. Ja. Da kommen die Feuerwehrleute persönlich vorbei. Woran erkenne ich denn, ob der funktioniert oder nicht? Alter, ich werde schon weich, ne? Ich werde schon weich. Und ich weiß auch nicht, wie das hier weitergeht, ne? Ich muss auf jeden Fall mal irgendwie weiterkommen. Bedienen Sie 20 Kunden ist das nächste. Ist die nächste Challenge. Ich brauche auf jeden Fall mehr Tische. Möbel. Kostet 300 noch was. Oh, hier ist ein Vierertisch. Aber es sitzt ja eh immer nur einer dran. Von daher, shitty goal, Alter. So. Weiter geht's. Nächstes Ding. Wenn die doch alle nur einzeln dran sitzen. So. Ballern wir mal für 6 Leute hier. Machen wir so einigermaßen voll. Und ich hätte gerne... Wie ist das mit dem Einkaufen? Ich bin eingesperrt im Kühlhaus. Wie ist das mit dem Einkaufen, Lebensmittelgeschäft? Das ist noch alles da. Ich kann nichts. Speisekarte. Ich kann nichts verändern. Menü. Kann ich noch was dazu tun? Eiscreme und Truthahn und Kartoffelbrei. Ist klar. Pilzsuppe und verschiedene hier. Pizza 4 Käse nehmen wir nochmal mit dazu. So. Dann sind wir aber auch durch hier. Und hier rennt eine Ratte rum. Eine Ratte im Raum. Einer von euch ist eine Ratte. Alter, wie die auch aussehen, ne? Hochmotiviert. Irgendwo, da ist die Ratte. Irgendwo ist die Ratte. Ja, das ist natürlich tricky, ey. Aber ich hab sie. Was sollen die ollen Katzen eigentlich? Was sollen die Katzen? Ich weiß es alles nicht. Ohne Scheiße, so viel Ungereimtheiten noch, ne? So viel Ungereimtheiten. F-Inventar. Tablet. So. Wir brauchen... Hier, Spielothek-Sachen. Ja, Wolski, Tischtennisplatte. Wer hätte das nicht gerne, eine Tischtennisplatte mitten im Restaurant? Das wäre doch ein Traum, ey. Ah, Level 7 ist ein Getränkeautomat. Vending Machine. Okay, dafür waren wahrscheinlich die Kisten.
Küche, Kühlschrank. Brauche ich einen zweiten Herd? Ich denke mal ja. Ich stelle einfach einen zweiten Herd daneben und dann gucken wir mal, dass die beide gleichzeitig hier ans Kochen kommen. So, zweiter Herd. Passt. Jetzt brauchen wir dafür natürlich noch eine Steckdose. Die klatschen wir einfach direkt daneben. Und ballern das Ding dann rein. So. Ehre. Ich habe Kakerlaken irgendwo. Ach du Scheiße. Warum auch immer auf einmal Kakerlaken da sind, ne? Wo war denn dieser... Alter, das kribbelt schon direkt bei mir, ey. Wo war denn dieser Reiniger? Toiletten, Küche, Verkauf. Ich hatte doch so Reinigungszeug. Flutlampen. Da, so ein... Hier, dieses Spray. Verwaltung, Rechnung, Werkzeuge, da. Schabenvertilger. Ja, dankeschön. Wir vertilgen Schaben. Lull. Ich werd weich, ey. That game. Wir machen einfach direkt wieder auf, ne? Es gibt ja irgendwie keine Arbeit, keine Tageszeiten und so Sachen. Von daher, mach auf den Laden. Attacke Vollgas. Lass krachen. Ich hätte gerne hier einen Mitarbeiter. Also, oder ist das genau das Game, dass man hier die ganze Zeit die Bestellung annimmt und den Leuten das dahin bringt? Ich glaube, das ist das Game, ey. Das ist das Game. Das soll man so machen. Das ist geil. Ich glaube, das ist es. Und jetzt mal ohne Scheiß. Ich lasse doch jetzt die Pfützen hier. Ich putze doch hier nicht die ganze Zeit die Pfützen weg, Mann. Kaputte Stellen reparieren. Laub rächen hinterm Haus. Obdachlose vertreiben. Lirum larum. Wahrscheinlich ist irgendwann das Dach auch undicht. Weiß ich noch nicht. Also, ich glaube, das ist halt so der Klassiker, ne? Jedes Mal in diesen Games hast du immer eigentlich ganz gute Sachen, die man erledigen kann. Aber dann so einen etwas komplexeren, tiefen Sinn, da fehlt es dann doch ein bisschen, ey. Putze Pfützen weg. Seriously? Das hört, glaube ich, gerade auf zu regnen. Und was macht er hier, ey? Was soll das? Ist das der Dude, der Leute hier reinlocken soll? Ich glaube, das ist einfach der Dude, der Leute anlocken soll, damit man ins Restaurant geht. Oh, da steht schon jemand. Hallo, Katze. Da stehen schon zwei. Ja, moin. Pizza Carbonara kommt sofort. Falsch. Carbonara bitte. Und Pasta Carbonara bitte auch. Ne, du musst ein bisschen warten. Okay, ich glaube, jetzt rennen sie schon los. Hochmotiviert. Ich glaube, er bringt sich gleich um. Er kann auch nicht mehr. Man sieht's schon. Alter, richtig frustriert sind die. Aber er ist schon schnell fertig, ey. Guck mal da. Das war jetzt Carbonara. Pizza Carbonara. Ja, jetzt geht's schon los. Ich habe keine Ahnung, wer das genommen hat. Oh, steht dran, wie gut. Oh. Pizza Country. Pizza. Da ist es. Läuft. Jetzt müsste die Pasta Carbonara gleich kommen. Dankeschön. Pasta Carbonara. Bitte sehr. Guten Hunger, allen. Dann kommt hier next Pizza Pepperoni. Hoppala. Pizza Pepperoni. Läuft. Ja, so geht das. So bin ich dann auch schon einigermaßen zufrieden vom Rhythmus, wenn die dann gleich fertig sind. So mit zwei Leuten ist das schon mal rhythmusmäßig ganz vernünftig. Und mehr will ich dann auch gar nicht haben. Moinsen. Alter, ich muss die wirklich... Das war die Pepperoni? Ich muss das dann wirklich daran erkennen, Tisch aufräumen, was sie haben wollen, ne? Am Bildchen. Das ist aber tricky, ey. Level 4. Ja, Mann. Pizza Pepperoni. Bibidi-babidi-bubidi. Kommt sofort. So, Cash. Saubere Tische. Läuft. Schönen guten Tag. Ja, Pizza Carbonara. Ja, und dann geht das, glaube ich, jetzt so weiter. Oh ne, das ist Pasta Carbonara. Das ist gut, dass da die Meldung kommt. Nicht, dass ich das verkehrt mache. Es wäre fies, aber auch geil gleichzeitig. Muss ich ja gestehen. Und Pizza Pep. Wäre schon gut, wenn man richtig failen könnte. Und den Leuten einfach verkehrte Sachen gibt. Wäre doch schon was. Fände ich. Ach guck mal, hier stehen sogar Nummern dran. Nummer 31, Nummer 32. Ah, wait a minute. Das ist natürlich nochmal praktisch. Ah, die Nummer 31 ist fertig. Das hilft. Oder? Nee, das ist die Nummer 31. Das ist natürlich praktisch. Bitteschön. Das hilft. Er haut direkt wieder ab. Wahrscheinlich hat er kein Sushi gekriegt oder sowas. Cool. Dann muss das nächste jetzt auch gleich fertig sein. Da oben haben wir noch Bewertungen. Die Müllabfuhr, die Mülltonne hat noch ein bisschen Zeit. Zwei Sachen sind ein bisschen kaputt. Also momentan alles ganz gut im Griff.
Da kommen die Nächsten. Sehr gut. Moinsen, Pizza. Schönen guten Tag. Attacke Vollgas. Was kann ich für Sie tun? Lecker, lecker. Nudels. Carbonara. So, lückt doch der Lachs. Ja, also ich glaube, so zwei Leute braucht man schon. Zwei Leute braucht man schon und dann macht das schon Bock. Dann geht das. Und dann muss man einfach gucken, dass das auch alles läuft. Und dass, dann, dass man alles im Griff hat. Ich muss auf jeden Fall noch meinen Fußboden ändern. Der ist ja mega schäbig. Moinsen. Die Pizza. Zack. Fertige Bestellung auf der 34. Waren Sie die 34? Ja, offensichtlich. Dankeschön, bitte sehr. Danke für die Kohlen. Die sammeln wir mal schnell noch ein. Und der Mülleimer stinkt auch schon. Das ist ja geil, dass sie auch den Mülleimer, dass sie den Müll automatisch wegbringen, die Leute. Tipptopp. Und da kommen die nächsten Leute reingestürmt. Ja, geht. Moment. Also sind am Kochen, okay. Und wieder die Carbonara. Ich glaube, die Carbonara ist die wichtigste Pizza. Ohne Scheiß. 35 nehmen wir eben mit. Perfekt. Hat die da in eine Tüte gekotzt? Ja, also, was halten wir denn jetzt davon? Ich glaube, das kann ganz lustig werden. Ich glaube, ich werde auch nochmal reinschauen in das Ganze. Bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Es ist alles noch so ein bisschen clumpy und so ein bisschen basic. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Aber ich glaube, so von der Grundidee ist es schon mal nicht so schlecht. Und es sieht auch noch recht komplex aus. Das heißt, das Ganze kann auch noch recht wild und groß werden. Guck mal, er leuchtet sogar auf hier, die 36. Das ist natürlich super praktisch. Und hier haben wir noch ein bisschen Cash. Perfekt. Ja, ich glaube, da geht noch ein bisschen was. Gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. demnächst kommen bestimmt noch ein paar andere gute Games raus. Von daher, wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream mal auf Twitch. Bis dahin.